hofften die 6000 LASK-Fans im Linzer Stadion auf Geir Friegert, dem Norweger, der nach knapp 2 Jahren zu den Linzer zurückgekehrt war. Eckball Jürgen Panis, ehemaliger LASK-Spieler. Die Tiroler, ohne sich anzustrengen, mit den besseren Möglichkeiten, wenn überhaupt vor der Pause, hier durch Michel Bauer. Dann Anfang. Bereits im Strafraum. Achten Sie jetzt auf Panis. Und da wird er kurioserweise von Schiedsrichter Kern abgedrängt. Kommt nicht zum Schuss. Schauen wir noch einmal genau hin. Ja, ja. Kleines Foul des Schiedsrichters an Jürgen Panis. Der Last kommt praktisch überhaupt nicht vor das Tor der Tiroler. Hier mit Marasek. Und er verzieht diesen Schuss. Da gibt es auch noch einige Probleme im Linzer Stadion. Aber vor der Pause war praktisch nichts zu sehen. Logischer Spielstand 0:0. Dann bringt Trainer Kurt Jara doch Eddie Gieder. Vor der Pause war noch Wolfgang Meier im Einsatz. Gieder also zweite Sturmspitze, jetzt neben Radoslav Gidewitz. Dann Anfang und da ist erstmals Gieder mit der Möglichkeit, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Der FC Tirol könnte ja heute mit einem Sieg in Linz auf Platz 3 in der Tabelle vorstoßen. Der Last noch immer ohne Punkt. Und noch einmal die Möglichkeit durch Edi Glieder. Jetzt kommt aber der Lask etwas besser in Schwung. Brenner und Lichtenwagner verfehlt hier nur ganz knapp. Auch Lichtenwagner eingewechselt. Noch einmal die tempierte Flanke von Brenner. Das wäre eine Möglichkeit, die erste eigentlich in diesem Spiel für die Linzer gewesen, die recht offensiv eingestellt sind. Feiersinger kommt allerdings kaum zur Geltung. Und dann Eckball für die Linzer. Zoki Barisic, der Libero des FC Tirol und Djacesov sicher im Tor. Eckball Jochum, Brenner und an die Querlatte. Die allerbeste Möglichkeit für den Lask in diesem Match. Pech für Ewald Brenner. Ja, wenn man an der letzten Stelle liegt, da gelingt einem auch nichts. Da vergibt man auch solche Möglichkeiten. Da haben nur 1-2 Zentimeter gefehlt. Also Ewald Brenner an die Querlatte. Dann rückt Libero Grassler auf, läuft hier seinem eigenen Pass nach und schießt dann zu schwach. Keine Probleme für Djacesov. Langsam aber sicher erkennen die Tiroler jetzt dann doch den Ernst der Lage. Noch immer 0:0, während wir noch einmal diese Aktion sehen. Niemand mitgelaufen, also geht Grassler selbst seinem eigenen Pass nach, aber es passiert nichts. Dann scheidet Jürgen Panis aus, schimpft ein bisschen ob eines Fouls, aber das Match läuft weiter. Und zwar über Glieder. Und das war knapp. Riesenchance für den Meister. Glieder hat hier vergeben. Weiterhin 0:0. Kurt Jara bringt dann Jerzy Pszczęcek ins Spiel. Noch einmal Glieder läuft hier praktisch der gesamten Lask-Verteidigung davon. Vergibt aber. Weiterhin 0:0. Und dann wieder die Tiroler. Pszczęcek und Eckball. Das ist Edi Glieder. Eckball für den FC Tirol. Kirchler und Tor! Michel Bauer nach dem Eckball von Roland Kirchler. Endlich ist der Bann gebrochen. Der FC Tirol geht im Linzer Stadion mit 1:0 in Führung. Nochmal der Eckball. Knaus verfehlt und Bauer steht richtig. Sein zweites Saisontor. Und weil es so schön war, noch einmal schöne Flanke, schöner Eckball von Kirchler. Und Bauer hat da keine Probleme. Und seine Miene sieht man es eigentlich nicht an, dass seine Elf mit 1:0 in Führung liegt. 3 Minuten später, das war in der 64. Minute. Marasek. Diesmal Kirchler selbst und Tor. 2:0 für den FC Tirol. Torschütze diesmal Roland Kirchler, Vorbereiter zum ersten Treffer. Schütze zum zweiten Tor nach der präzisen Marasek-Flanke. Übrigens das erste Saisontor für Roland Kirchler. Wir sehen hier in der zweiten Wiederholung, dass Feiersinger nicht auf den Kopfball hinaufkommt. Und da hat Kirchler keine Probleme. Das Match ist eigentlich gelaufen. Der FC Tirol, ohne sich besonders anzustrengen, ohne zu glänzen, führt mit 2:0. Und Marinko Koljanin sieht schweren Zeiten entgegen. Seine Mannschaft nach 4 Spielen noch immer ohne Punkt. Die Linzer kämpfen zwar noch weiter, Eckball durch Bichhorner. Beziehungsweise Freistoß ist das. Da ist Mele, einer der Verteidiger. Und auch er vergibt diese Möglichkeit. Also beim Lask läuft im Augenblick überhaupt nichts zusammen. Einige Wechselspieler sind bereits gekommen. Aber auch das hat alles nichts gebracht. Noch einmal der FC Tirol jetzt mit etwas steileren Passbällen wie der Kirchler.
Und Jochum klärt da vor der Linie. Einige Turbulenzen noch im Strafraum der Linzer. Aber aus dieser Möglichkeit nichts geworden. Ja, und nachdenklich Marinko Koljanin. Und hier der Sieger. Hier ist Kurt Jara mit Markus Anfang, seinem fleißigen Mittelfeldspieler. Letzte Szene in diesem Match. Geir Friga konnte sich kaum in Szene setzen, bekam eigentlich nie die richtigen Passbälle. Da leistet sich Barisic noch diesen Fehlpass. Ewald Brenner, jetzt vielleicht, auch dieser Schuss ist zu schwach. Es bleibt beim 2:0-Sieg des FC Tirol. Der LASK verliert auch im vierten Match, hat noch keinen Punkt. Interviews jetzt von Peter Brunner. Der LASK hat weite Wege gehen müssen, um den Ball wieder zu erkämpfen. Und dann ist irgendwann die logische Folge, dass sie hinten einen Fehler machen. Und eine Standardsituation hat uns in Front gebracht, ist wir sehr viel trainieren. Und eine wunderbare Aktion zum 2:0, das war ein sehenswertes Tor und das war dann die Entscheidung. Ich bin mir selbst langweilig, wenn ich wiederhole. Und viele wollen das jeden Tag hören, dann wiederhole ich. Wir haben 8 Bundesligaspieler verloren, 2 geholt. Das heißt, irgendwas hier stimmt nicht. Die logische Folge ist, dass niemand zufrieden ist. Zuschauer sind unzufrieden und diese Mannschaft kämpft am Limit. Aber einfach Spieler, die vor ein paar Monaten noch Ersatz gewesen sind, jetzt müssen spielen, egal wie sie spielen. Konkurrenz ist sehr klein und das ist sehr schwierig.